umfassende Teilhabe an den unterschiedlichen Facetten des menschlichen Lebens ermöglichen und Aktivität für eine größere Zufriedenheit stärken. Das sind die Ziele der Fachklinik Bassum. Das Angebot der Fachklinik Bassum richtet sich an Menschen, die aufgrund einer Suchterkrankung, vornehmlich Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit, Behandlung und Rehabilitation suchen. Die Fachklinik liegt zentral neben dem örtlichen Allgemeinkrankenhaus. Ein Ärztehaus mit unterschiedlichen niedergelassenen Ärzten, einer Dialysepraxis und eine psychiatrische Klinik ermöglichen eine umfassende und vernetzte Behandlung der Patientinnen und Patienten. Zu Beginn der Therapie steht eine ausführliche Erhebung der Krankheitsgeschichte mit entsprechender Diagnostik an. Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten erarbeiten die behandelnden Therapeutinnen und Therapeuten einen individuell abgestimmten Behandlungsplan. Hier fließen natürlich auch andere fachliche Perspektiven mit ein. Wir sind Teil des gesamten Vernetzungskonzeptes. Wir arbeiten eng zusammen mit den ambulanten Behandlungsstellen. Wir arbeiten eng zusammen mit den Kliniken, mit den Entgiftungsstationen, mit den Internisten in den Krankenhäusern. Wir sind gut verknüpft mit den selbsthilfenden Gruppen, die zu uns ins Haus kommen. Einen großen Schwerpunkt in der Behandlung unserer Patienten legen wir darauf, dass wir mit den Patienten auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Wir wollen möglichst wenig bevormunden eingreifen. Natürlich haben unsere Mitarbeitenden die fachliche Expertise, aber unsere Patienten müssen das ja für sich umsetzen und das in ihr Leben integrieren. Und deshalb ist es uns wichtig, dass Patienten von vornherein auch in die Verantwortung kommen und für sich entscheiden. Die Rehabilitation in der Fachklinik Bassum kann sowohl tagesklinisch als auch stationär erfolgen. In der tagesklinischen oder ganztägig ambulanten Behandlung arbeiten die Patientinnen und Patienten 6 Tage in der Woche mit ihren Therapeuten und Mitpatienten an den Grundlagen für ein suchtmittelfreies und gelingendes Leben. Dazu gehört auch, nach individuellen Bedarfen, der Wiedereinstieg in die Berufswelt. Es ist uns wichtig, alle Bereiche auch hier zu behandeln, also familiäre, soziale, geistige und körperliche Therapie anzusetzen, damit die Patienten gut profitieren können und eine zufriedene Abstinenz entwickeln können. Bei der stationären Therapie bewohnen die Patientinnen und Patienten ein Einzelzimmer mit eigenem Duschbad. Diese Behandlungsform eignet sich besonders für Patientinnen und Patienten, die aufgrund der Wegstrecke die Reha-Klinik nicht täglich erreichen können. Viele Patientinnen und Patienten fühlen sich zu Beginn der Behandlung auch noch nicht genügend gefestigt, dass sie sich eine ganztägige ambulante Behandlung vorstellen können und bevorzugen deshalb die stationäre Rehabilitation. Schon während der Rehabilitation sollen die Patientinnen und Patienten wieder den Weg in die Gesellschaft finden. Kooperationen mit örtlichen Betrieben für die externe Arbeitstherapie sind hier genauso hilfreich wie die Teilnahme an der Sporttherapie im Sportstudio Gym 80. Regelmäßige Einzelgespräche und psychotherapeutische Gruppentherapien in diversen Settings helfen den Patientinnen und Patienten, ihre Suchterkrankung zu verstehen, die Krankheitsgeschichte aufzuarbeiten und neue Lösungsstrategien und Lebensentwürfe zu entwickeln. Die Angebote aus der Lehrküche sowie der Ergo- und Körpertherapie unterstützen die Patientinnen und Patienten bei ihrem Genesungsprozess. Es ist uns wichtig, den Patienten mit Wertschätzung zu begegnen und ihnen ihr Selbstbestimmungsrecht wieder zurückzugeben, die im Rahmen der Abhängigkeitserkrankung verloren haben.